Generationenwechsel im Walter Zoo Gossau. Ab dem neuen Jahr ist Karin Federer die neue Zoodirektorin. Sie tritt in die Fußstapfen von ihrem Vater, Ernst Federer. Die 31-Jährige ist zwar nicht die einzige Zoodirektorin in der Schweiz, aber die jüngste, Luana Wüstina. Karin Federer ganz ungewohnt im Büro. Bis jetzt ist die ausgebildete Tierärztin mehr im Operationssaal oder bei den Tieren draussen. Ab nächstes Jahr wird sie aber noch mehr Zeit im Büro verbringen. Ab dem 1. Januar tritt sie nämlich die Fußstapfen von ihrem Vater und übernimmt das Amt als Zoodirektorin. Die Freude ist natürlich gross, wobei man auch muss sagen, es ist nicht überraschend. Also es ist nicht so, dass ich das gestern erfahren habe, sondern wir planen das natürlich auch schon länger. Und schon seit einigen Jahren wächst ich immer mehr in die Aufgabe hinein. Ich weiss, was mich erwartet. Viele Sachen sind jetzt bereits schon 2017 oder auch schon 2016 in meinem Arbeitsumfeld gewesen, wo ich erledigt habe. Mit dem Schritt geht die Zooleitung in die dritte Generation. Vor der Karin Federer hat ihren Vater, der Ernst Federer, über 30 Jahre lang das Amt inne gehabt. Eigentlich hätte er die Zoodirektion schon mit 50 abgeben. Mittlerweile ist er aber 61. Es war jetzt eine lange Zeit, als ich darauf warten musste oder darauf warten musste. Es ist natürlich schön, wenn man so früh wie möglich etwas übergeben kann. Das ist natürlich das grösste Glück, das die Eltern haben können, wenn die Kinder das Ganze können übernehmen und auch die Fähigkeiten dazu haben. Und das ist natürlich beruhigend und so schaut man natürlich gerne in die Zukunft. Er selber will sich jetzt wieder mehr den Besuchern und den Tieren widmen und die ganzen organisatorischen Aufgaben seiner Tochter überlassen. Ab dem 1. Januar kümmert sie sich um die 60 Mitarbeiter und über 120 verschiedene Tierarten, was natürlich einen grossen administrativen Aufwand mit sich bringt. Ich glaube, das ist das Schöne an einem kleineren Zoo. Man ist doch noch näher bei den Tieren, man ist näher im Alltagsgeschehen. Wir haben 60 Mitarbeiter, es ist nicht so gross, dass man sich irgendwem verliert. Da würde mir definitiv fehlen, weil mein Herz ist natürlich bei den Tieren und bei der Tierhaltung, bei der Tierpflege und dementsprechend ja. Also das brauche ich sicher auch. Neben den Tieren werden aber auch Projekte wie das Leuenhaus und die Zooschule die neue Zoodirektorin beschäftigen. Das sind nämlich die nächsten grossen Projekte, die beim Walter Zoo anstehen.